been around the world, been to many places, and I've seen beautiful faces. And sometimes I get lost, wishing I could have everything, but everything is not seen. Without you, I'll be so incomplete. Been around the world, been to many places, and I've seen beautiful faces. And sometimes I get lost, wishing I could have everything, but everything is not seen. Without you, I'll be so incomplete. You make
Heyo. Willkommen, welcome, buenos dias, buongiorno. Da ist das Spiel. Aktivieren. So. Heute spielen wir Plug Evolved. Machen wir hier noch die Musik runter. Ganz schön laut. Uno momento. Immer noch ganz schön laut. 25. Ich glaube, das ist okay. Das ist okay, ja. Okay, jetzt drehen wir noch ein klein bisschen lauter. Gut. Einzelspieler. Hauptspiel, offizielle Szenarien, Speedrun, Tutorial. Tutorial, ne? Fang ein leichtes Spiel an, welches einige Hinweise zum Spielen enthält. Spielen. Benenne meine Seuche. Charlie-Seuche. Bist du bereit, die Welt zu verseuchen? Bei diesem Tutorial lernen wir die Grundlagen von Plug-In und infizieren die Welt. Betrachte es als eine Schule für ansteckende Krankheiten. Weiter. Zuerst musst du ein Land auswählen, von dem sich die Krankheit ausbreiten soll. Starte in China. Ich muss jetzt in China anfangen. Ja, das ist leider das Tutorial, sonst hätte ich woanders angefangen, ne? Zerplatze jetzt die Blase, um Patient 0 zu infizieren und das Spiel zu beginnen. Deine Seuche wurde entfesselt. Unten siehst du, wie viele Menschen mit deiner Krankheit infiziert sind. Kann ich schon mal Stopp machen. So. Was hat es denn? Reinzoomen und rauszoomen. Okay. Einer ist infiziert. Rote Blasen erscheinen, wenn du ein neues Land infiziert hast. Zerplatze sie, um DNS-Punkte zu erhalten. DNS-Punkte sind sehr wichtig. Du kannst sie ausgeben, um deine Krankheit zu entwickeln und stärker zu machen. Du erhältst mehr DNS, wenn du Menschen auf der ganzen Welt infizierst und tötest. Okay. Du bekommst auch DNS, indem du orangene Blasen zerplatzen lässt, während sie wenn sie erscheinen. Zerplatze jetzt die Blase. Gut, sieh dir hier an, wie viele DNS-Punkte du erhalten hast. Okay. Hier kannst du die Spielgeschwindigkeit ändern. Hier sind die Zeitsteuerelemente. Das Spiel ist derzeit pausiert. Klicke auf die Wiedergabe oder drücke in die Alpha 1, um es neu starten. Um es neu starten? Okay. Klicken Sie auf schnellen Vorlauf oder drücken Sie Alpha 2, um das Spiel zu beschleunigen. Oder und klicke auf schneller Vorlauf oder drücke 3, um etwas mehr zu beschleunigen. Es ist Zeit, deine Seuche weiterzuentwickeln, um sie stärker zu machen und schneller zu verbreiten. Klicken Sie hier oder drücken Sie Q, um das Krankheitsmenü zu öffnen. Okay.
Das ist das Krankheitsmenü. Hier kannst du neue Merkmale entwickeln, um deine Krankheit stärker zu machen. Deine Seuche muss sich schneller verbreiten. Gehen wir zum Reiter Übertragung. Die Entwicklung deiner Krankheit kostet DNS-Punkte. Fangen wir mit der Viehübertragung an. Berühre Viehbestand 1. Es wird 7 DNA-Punkte kosten, um es zu entwickeln. Du kannst auch auf Viehbestand doppelklicken. Gut, deine Ansteckungsgefahr hat sich erhöht. Dadurch sollte deine Seuche mehr Leute infizieren. Weiter. Wenn sie fertig sind, erforschen sie ihre Krankheit. Bildschirm, klicken Sie auf X oder drücken Sie Q, um zu diesem Bildschirm zurückzukehren. Okay. Steckungsgefahr erhöht. Okay. Nach oben und nach unten Taste. Das hier. E. Sie sehen alle den letzten News-Veranstaltungen. Hier klicken Sie hier. Oder drücken Sie R, um mehr zu lesen. Hä? Geht doch gar nicht. Charlie-Seuche befällt China. Pflegegehälter steigen durch weltweiten Mangel an. Spanien kündigt Sparpolitik an. Top-Notch-Mine-Opens in Schweden. Okay. Affen schreiben Shakespeare auf Schreibmaschinen. Größeres Ölverkommen in Afrika entdeckt. Chinas Handelsdefizit wird schmäler. Okay. Das ist aber eine Übersetzung, ey. Das ist aber eine Übersetzung, Leute. Wir haben schon mal 1810 Infizierte. DNA-Punkte. Erreger werden von Staubpartikeln übertragen, erhöhte Ansteckungsgefahr, vor allem in trockenen Gebieten, so Übertragung in Flugzeugen. Klar, nehmen wir auch. Der Reber überlebt in sauberem, warmem Wasser, erhöht Ansteckungsgefahr in feuchten Gebieten, Übertragung auf Schiffen. Was ist das? Vögel werden anfällig gegenüber Infektionen, dadurch erhöht sich die Ansteckungsgefahr, Bandübertragung und Mutation. Bündiger Floh anfällig gegenüber Infektionen, erhöhte Ansteckungsgefahr, vor allem in urbanen Regionen sowie Mutationen. Ja, nehmen wir auch.
ohne Programm. Eine Krankheit hat ein weiteres Land infiziert. Charlie, solche verbreitet sich immer weiter. Klicke hier, um das Land auszuwählen. Wo? Hier? Oder hier? Korea? Der Länderbildschirm zeigt an, wie die jeweiligen Länder auf die Krankheit reagieren. Okay, Regierung verteilt Handseife. Das zeigt an, ob die Landesgrenzen offen sind. Deine Krankheit wird es schwerfallen, in ein geschlossenes Land einzudringen. Hier sind die Aktionen der Regierung zur Eindämmung der Krankheit. Hier siehst du, wie viel Geld das Land ausgibt, um ein Heilmittel für deine Krankheit zu finden. Hier erfährst du einiges mehr über dein Land. Ach du meine Güte. Klicke auf das X, wenn du den Länderbildschirm erkundet hast, um zum Kartenbildschirm zurückzukehren. Zwölf Leute infiziert. Leute infiziert. Okay. Deswegen können wir da noch was machen. 13 DNA-Punkte. Machen wir sie noch ein bisschen ansteckender. In der Haus, ob wir Menschen schon versuchen, deine Krankheit zu heilen. Klicken Sie oder drücken Sie E, um das Weltmenü zu öffnen. Das Weltmenü zeigt, wie sich deine Krankheit weltweit schlägt und verfolgt die Heilmittelforschung. Millionen schon infiziert. Status keine Forschung. Keine geschlossenen Grenzen. Hier kannst du sehen, wie viele Menschen weltweit gesund, infiziert oder tot sind. Okay, benutze diese Schalter, um die Minimap nach Kategorien zu filtern. Zum Beispiel kannst du dir da auch nicht infizierte reiche Länder anzeigen lassen. Hier siehst du die Länder, die gesund, infiziert oder tot sind. Halt die Maus über den Namen des Landes, um mehr darüber zu erfahren. Okay. Wenn die Heilmittelfortschritt 100% erreicht hat, wird deine Krankheit geheilt und du verlierst das Spiel. Wenn sie fertig sind, erkunden sie den Weltbildschirm. Klicken sie auf X oder drücken sie E, um zurück zum den Bildschirm zu verlassen. Mensch, das ist eine Übersetzung. Hilfe! Krankheit ist jetzt bereit für die Welt. Kannst du die ganze Welt infizieren? Um zu gewinnen, musst du die ganze Welt infizieren und töten, ohne dass sie geheilt wird. Viel Glück.
Anämie-Symptom mutiert. Charlie-Seuche hat das Anämie-Symptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Aha. Was ist das? Ansteckungsgefahr ist leicht erhöht. Fähigkeiten, was haben wir denn noch? 11 DNA-Punkte. Erreger wird resistent gegenüber Antibiotika. Entwickelt bakteriellen Mantel zum Schutz gegen alle Klimabedingungen. Okay. Geht ja hier ab. Charlie Seuche wurde noch nicht entdeckt. Prozent. Noch keine Flugverbotszone. Hey, wake up. David Wandke, willkommen. Eo. Während einer Untersuchung fand ein Arzt in China eine neue Krankheit namens Charlie-Seuche. Sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie tritt auch anderswo auf. Oh nein, Charlie-Seuche ist bekannt. Die Organismen können sich über Blut-Food-Kontakt ausbreiten, erhöhte Ansteckungsgefahr in allen armen Regionen sowie Mutationschance. Erhöhte Übertragungsrate zwischen Insekten, vermehrte Ansteckungsgefahr vor allem in heißen Klimaregionen sowie Mutationschance. Was haben wir hier? Organismen können lange in der Luft überleben, erhöhte Ansteckungsgefahr in trockenen Gebieten. Machen erstmal das. Okay.
Dann machen wir noch das. Der Charlie Seuche tarnt sich. Yes, hello. I'm playing this game. Do you have sketch questions? Yes, mostly the stream is in German. But if you have questions, you can ask and I answer. Playing this game first time. And yes, you see all text are German. It's easier for me. Do you know this game? You have played it? It's my first time playing this game, so sorry if I not reading all messages instant. Ein paar Punkte. Na, trägt als erstes Land den Herzen auf, nach einem Heilmittel für Charlie solche zu forschen. Ohne größere Fördermittel wird damit gerechnet, dass es länger dauern wird. Was können wir denn noch Schönes machen? Was ist das hier? Der Erreger wird resistent gegenüber Antibiotika der Klasse 3 und 4. Erhöht die Wirksamkeit in wohlhabenden Ländern. Machen wir erstmal das. Verdichteter Mantel, der die Überlebensfähigkeit von Bakterien in allen Klimaregionen weiter verbessert. Okay. Nehmen wir. Was haben wir sonst noch? Symptome. Geringe Chance, Ansteckungsgefahr wird leicht erhöht. Das machen wir. Dann können wir auch die Riffel rollen. Wirbel won the 500 coins, no other was play. Was haben wir denn noch so Schönes? Machen wir noch so ein Epic Skin Pack rein und Coins. Open Raffle. Safe and open prediction. Okay. Ja, breitet euch weiter aus. Mal schon wieder was. Was können wir denn noch Schönes machen? Fähigkeiten. Der Erreger entwickelt Resistenz gegen kalte Temperaturbedingungen.
Das machen wir. 21 passt genau. Mensch, das geht ja schnell. Vögel werden da auch, erhöht sich die Ansteckungsgefahr, Landübertragung. Machen wir. Haben wir sonst noch? Können wir noch weitere Symptome machen? Habe ich das schon? Ja, habe ich schon. Okay, Fähigkeiten. Können wir nur rückentwickeln? Ja, ich habe ja bloß 4 Punkte, okay. Charlie-Seuche hat das Immunsuppression-Symptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Erster Todesfall durch Charlie-Seuche in Afghanistan bestätigt. Pech oder Anfang von etwas Schrecklichem. Hier noch irgendwas machen. ...2706 Tote schon. Jahre und 189 Tage bis zum Abschluss. 2062 wird ein Heilmittel geben. Okay. Können wieder mutieren. Organismen können lange in der Luft überlegen, erhöhte Ansteckungsgefahr vor allem in trockenen Gebieten sowie Übertragungen in Flugzeugen entwickeln. Da haben wir noch 10 Punkte, was können wir damit machen? Erreden setzen sich in Lymphozyten fest und unterdrücken das Immunsystem, ermöglichen deutlichen Anstieg an Mutationen, kann tödlich enden. Haben wir schon. Okay. Immunsystem produziert Hemmstoffe, der Faktor 5, 6, 7, 8 zerstören, die Faktor 6, 8 zerstören, Blutgerinnsel verhindern, erhöhte Ansteckungsgefahr, nehmen wir. Machen wir. Das sieht doch schon gut aus. China ist das erste Land, das die Ausbreitung von Charlie-Seuche durch verschärfte Ein- und Ausreisebedingungen einzuschränken versucht. Wie wirksam es ist, wird sich zeigen.
müssen wir uns über Schiffe ausbreiten. Können wir noch was an Ausbreitung machen? Das haben wir schon, okay. 24, Erreber überlebt Luft- und Wasserfilter, erhöhte Ansteckungsgefahr. Über Flugzeugen und Schiffen entwickeln, machen wir. Immer mehr anstecken. Vollständiges Organversagensymptom mutiert. Charlie Seuche hat das vollständige Organversagensymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Hello N7, willkommen. Neun Punkte. Können wir noch was für 9 Punkte machen? Oder für 6 Watt. 6 Punkte was? Dinomat HD. Willkommen. Willkommen, willkommen. Können wir hier so ein hartes Spielchen machen? Genau, wir schützen uns gegen den Heilmittelfortschritt. Ein Jahr, 310 Tage, okay. Errungenschaft freigeschaltet, Tutorial, Errungenschaft freigeschaltet, irgendwas, ja. Charlie Seuche wurde in die WHO-Beobachtungsliste aufgenommen und als gefährlich eingestuft. Die Regierungen werden gewarnt, dass die Krankheit unaufhaltsam werden könnte. Ach nee, wir haben ja schon alles infiziert hier, ne? USA sendet jetzt Forscher in infizierte Länder, um die Entwicklung eines Heilmittels für Charlie-Seuche zu beschleunigen. Zerplatzte blaue Blasen und zerstöre ihre Forschung. Abszess-Symptom mutiert. Charlie-Seuche hat das Abszess-Syndrom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Flaschen zerdeppern freigeschaltet. Forscher auf der ganzen Welt konzentrieren sich ganz auf die Entwicklung eines Heilmittels für Charlie-Seuche. Dagegen können wir noch vorgehen. Es
gibt jetzt mehrere Erregerstämme, die die Arbeit für die Entwicklung eines Heilmittels benötigt wird. Zack. Kriegen wir für 11 noch irgendwas mit Übertragung hin? Haben wir schon. Haben wir auch schon, also die 4 DNS-Punkte reichen wohl nicht aus. Spanien beginnt zu verfallen. Das Alltagsleben in Spanien steht durch Stadi-Seuche vor dem Zusammenbruch. Die Forschung nach einem Heilmittel beginnt nur langsam. Irrationale Wahnvorstellungen und psychische Symptome. Opfer sind misstrauisch und vermeiden Behandlung und kooperieren nicht mit anderen. Okay, was haben wir noch? Erhöhtes Auftreten allergischer Reaktionen führt in Folge Zerstörung des Immunsystems. Reiche Regionen sind besonders betroffen. Wir können hier die... Ist das hier? Haben wir das schon? Nee, das haben wir schon. Okay. 30 DNA-Punkte, das machen wir mal weiter infizieren. Charlie-Seuche hat es irgendwie geschafft, Marokko zu infizieren. Hat das Lungenentzündungssymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Hast die ganze Welt schon infiziert. War das schon? Das nehmen wir auch, mehr Ansteckungsrate. Peru vernichtet alle Vögel. Crazy shit. Machen wir das. Ehrlich in kalten Ländern. Ja, nehmen wir auch mit. DMA-Punkte.
Senkt zu von 29 DNA-Punkte. Okay, müssen wir kurz warten. Die letzte Gesunde auf dem Planeten wurde vor kurzem mit Charlie-Seuche infiziert. Ich habe einen neuen Inventar, einen Gegenstand im Inventar. Charlie-Seuche hat das innere Blutungssymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Okay. Ägypten versinkt auf dem Grund von Charlie-Seuche als erstes Land in Anarchie. Dort kann kein Heilmittel erforscht werden. Südostasien ruft Ausnahmezustand aus. Die Regierung von Deutschland ist gescheitert. Balkanstaaten verbrennen Leichen. Polen schließt alle öffentlichen Gebäude, Südafrika startet eine Insektizid-Sprühkampagne, Argentinien gibt Epidemie-Alarm aus, Spanien schließt Landesgrenzen. Ist ja dann bald vorbei, ne? Jahre bis zum Abschluss. Globale Priorität 6 von 6. Kriegen wir da noch irgendwas erforscht? Flugverkehr ist komplett zum Erliegen gekommen.
Ja. Viel ist ja nicht mehr. Können wir noch irgendwas erforschen, bis das alles durch ist? Glaub nicht, ne? Heyo, Attila. Welcome. Ganz wenige Länder übrig. 6 Millionen. Wandelnde Tote. Symptomkombo. Schlaflosigkeit und Blutarmut treiben die Menschen dazu, müde umherzuwandeln. Wissenschaftler, die an der Heilmittel mit Charlie solche arbeiten, sind weniger produktiv. Wir kriegen auch keine Krankheitspunkte mehr. Charlie solche hat das Tumore-Symptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Okay. Charlie Seuche wird Menschen vernichten. Charlie Seuche hat die Welt trotz aller Bemühungen zerstört. Die letzten verbleibenden Menschen liegen im Sterben und haben keine Chance zu überleben. Okay. Die Endseuche. Charlie Seuche hat das hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Gut gemacht, deine Krankheit hat alles aus der Leben auf der Erde ausgelöscht. Bist bereit für das Hauptspiel? Ich empfehle den normalen Schwierigkeitsgrad. Wenn du noch Hilfe benötigst, schau in die Spielanleitung Hilfe und Menü. Nochmal nachschauen, wie sich das denn alles ausgebreitet hat. 513 Tage hat es gedauert. Das ist schon erschreckend, ne? Der folgende Gentyp ist entdeckt und freigeschalten worden. Landbonus, ein Einzelspieler. So, Tutorial haben wir durch. Schattenpest im Einzelspieler. Gewinne das Spiel auf Bakterien als ein Bakterium auf Normal oder höher, um dies freizuschalten.
Empfindsame Erreger, die Mutationen und großen Blutdurst verursachen. Krass. Bakterie, wir fangen als Bakterie an, wa? Der folgende Gentyp ist entdeckt und freigeschaltet worden. Landbonus in Einzelspieler. Genetischen Code ändern. Du kannst Gene benutzen, um deine Krankheit besondere Boni hinzuzufügen. Du kannst bis zu 5 aktive Gene gleichzeitig haben. Experimentiere mit verschiedenen Kombinationen. Mit jedem abgeschlossenen Spiel schaltest du ein neues Gen frei. Versuche, sie alles freizuschalten. Klick durch die Genkategorie, um freischaltbare Gene zu entdecken. Okay, habe ich noch nicht. Kann ich nichts aktivieren. Du hast das Tutorial abgeschlossen, probiere jetzt noch einen neuen Schwierigkeitsgrad aus. Heyo, Lamaka. Willkommen. Zufällige medizinische Ärzte unterstützen die Forschung. Gendrift beeinflusst Entwicklung. Die Spieler, die dachten, brutal wäre einfach. Wir machen auf normal mal. Typ 3. Deine Wahl Bakterien. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit ultimativen Seuche aus. Okay. Wähle als Ursprungsland deiner Seuche. Durch das Anklicken der jeweiligen Länder erhältst du mehr Informationen. Wenn du die Wahl getroffen hast, klicke die Startblase zum Bestätigen an und klicke stattdessen auf ein anderes Land. Wir fangen hier in Afrika an. Typ 3 hat den ersten Menschen infiziert, Status schwach und an hohe Temperaturen gewöhnt, mit DNS-Punkten weiterentwickeln, um mehr Menschen zu infizieren. So, 2 infiziert. Vier infiziert. Können wir schon was machen mit unseren Punkten? 8 DNA-Punkte, 9 DNA-Punkte, 9, 9, 7, 10, 12, 4 Fähigkeiten, 11, 11, okay. Müssen wir ein bisschen laufen lassen. Der Platz zufällig auftauchende orangene DNS-Blasen, um zusätzliche DNS-Punkte zu erhalten, die du zur Entwicklung der Krankheit einsetzen kannst. Okay, machen wir. Plus 2. Jetzt können wir ja schon was machen, ne? Entwickle deine Krankheit. Okay. Hast deine Krankheit mit DNS-Punkten weiterentwickelt? Weitere Optionen sind aufrufbar. Zerplatze Bio, Gefahr, Blasen und infiziere Menschen für weitere Punkte. Typ 3 breitet sich in Westafrika von Person zu Person auf und wird exponentiell zunehmen. Du kontrollierst die Seuche indirekt, indem du sie weiterentwickelst. Okay. Die Investmentbank berichtet von Katastrophenverlusten nach technischen Fehlern beim Zufallszahlengenerator. Moin. Können wir doch irgendwas machen mit Übertragung hier.
9, das nehmen wir. Schade, dass man hier nicht selber irgendwelche Nachrichten schicken kann. Um mehr über Ihr Land zu erfahren, können Sie auf Ländernamen an unteren. Ja. Ich weiß. Die 3 Jahrhunderte in Westafrika Infizierte. Da ist die Chance vergrößert, dass infizierte Personen gesunde infizieren. Entwickeln eine Krankheit weiter. Ja doch. Wir haben schon mal 10. Ach, hier ist ja gar kein Flughafen, hätte ich mal gucken sollen, ne? Ich Idiot. Machen wir jetzt Schiffe. Da fährt doch bestimmt mal ein Schiff los. Da hat man ein anderes Gebiet infizieren können. Zentralafrika wurde infiziert. Eine Krankheit ist auf besten Wege, zu einer Seuche zu werden. Wenn das neue Land infiziert ist, platze die rote Blase für Bonus-DNS. Da. Die Menschen erkranken immer schneller. Symptome, Fähigkeiten. Können wir noch irgendwas machen mit Übertragung? Erstmal lassen wir die noch harmlos, die Seuche. Erstmal müssen wir alles infizieren, bevor die denn gefährlich wird. Oh, Schlafstörungssymptom mutiert. Sieben, können wir da schon was machen mit 7? Nicht wirklich. Steuere die Ausbreitung, indem du die Übertragungsmerkmale im Krankheitsmenü. Ja, machen wir. Ich brauche erstmal Punkte. Hallo, Herr Heil, willkommen. Du siehst ja, niemand ist da. Du könntest jetzt Zahlenraten machen. Guess the number is active.
Schwere Überschwemmung in Neuguinea. WHO-Analysten rechnen mit verwehrten Erkrankungen durch überfüllte Flüchtlingslager. Neuguinea? Ach hier. Hat schon 5.300 Tote. Typ 3 hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als Tuberkulose. Eine sehr ansteckende Krankheit. No one wants the prize, so Herr Heil takes the chance. Typ 3 hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als HIV, eine extrem ansteckende Krankheit. Wir haben schon wieder 5 Punkte, was können wir denn damit machen? Das machen wir. Während einer Untersuchung fand ein Arzt in Westafrika eine neue Krankheit namens Typ 3. Sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie tritt auch anderswo auf. Nein, Charlie, Seuche ist erkannt. Westafrika trägt als erstes Land den Ärzten auf, als Heilmittel für Typ 3 zu forschen. Ohne größere Fördermittel wird damit gerechnet, dass es länger dauern wird. Brauchen wir hier 12 DNA-Punkte? Muss aber erstmal mehr Verbreitung finden. Ne? 10. Können wir da nicht irgendwas machen mit 10? Da brauchen wir 14 und Vögel kosten 16. So, können wir jetzt noch so machen, genau. The Heil has the correct number. Let me look. Bitte, bitte.
Da sich Typ 3 auf der Welt auszubreiten beginnt, verwendet das Weltdatenmenü unten rechts, um zu sehen, welche Länder nicht infiziert sind. Noch nicht. Typ 3 hat das Cystensymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Okay. Wir müssen mal mehr Länder befallen lassen hier. Punkte. Okay, wir müssen weiter anstecken. Das machen wir. Machen wir so. Ja, so langsam verbreiten wir uns. Schon mal Antibiotika-Resistenz. Die Entscheidung um die Verschiebung der Olympischen Spiele in Rio bleibt ein Rätsel. Organisatoren versprechen, dass es bald soweit sei. Bisher aber wurde kein Grund für die Veränderung genannt. Okay. DNA-Punkte, das machen wir. Das machen wir auch. Mehr Infektionen. Schon wieder ein Haufen Punkte. Können wir denn hier Schönheit machen? Was fehlt noch? Jetzt geht los. Wir müssen die Forschung bekämpfen. 10 Jahre. Bis dahin müssen wir die Welt infiziert haben. Typ 3 hat das Überempfindlichkeitssymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Super.
muss noch ansteckender werden. Haben wir 16? Ah, Mist, da fehlt noch einer. Flugzeuge. So viele Flugzeuge, wie hier unterwegs sind, könnt ihr ruhig transportieren. Das machen wir auch, Überlebensfähigkeit verbessern. Der Typ 3 wurde in die WHO-Beobachtungsliste aufgenommen und als wenig gefährlich eingestuft. Regierungen haben davor gewarnt, dass es ein tödlicherer Stamm auftreten kann, könnte. Jetzt sind kaum noch Flugzeuge unterwegs, ne? Dann müssten wir eigentlich Schiffe machen. 22 kostet. Okay. Saudi-Arabien ist das erste Land, das die Ausbreitung von Typ 3 durch verschärfte Ein- und Ausreisebedingungen einzuschränken versucht. Wie wirksam ist es, wird sich zeigen. Wir müssen erstmal die Schiffe machen. Geht ab. Mexiko ist auch schon total infiziert. Typ 3 hat mehr Menschen auf der ganzen Welt infiziert als eine gewöhnliche Grippe. Es ist die ansteckendste Krankheit, die es gibt. Okay. Das haben wir schon. Okay. Müsste man jetzt irgendwie die Vögel noch 25, 27. Aber die forschen schon 5%. Hier machen wir das, um den Virus zu schützen. Und mehr Ansteckungsgefahr. Mexiko sendet jetzt Forscher in infizierte Länder, um die Entwicklung eines Heilmittels für Typ 3 zu beschleunigen. Platze blaue Blasen, bla bla bla. His in the night, but
Geht ja voran. Geht ja richtig voran. Grüne Heilmittelblasen hemmt Heilung. Blaue Heilmittelblasen erscheinen, wenn das Forschungsteam aus Mexiko etwas findet. Zerplatze sie, um die Forschung und die Entdeckung eines Heilmittels zu verzögern. Typ 3 hat das Anfälle-Symptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Sind schon gut beim Infizieren, ne? Noch ist sie nicht tödlich. Nicht großartig tödlich. Erster Todesfall durch Typ 3 in Indonesien bestätigt. Pech oder Anfang von etwas Schrecklichem. Entzündung blockiert körperliche Abläufe, Schwellungen können Atmungsstörungen verursachen und tödlich enden. Zufällig auftretende Gedächtnisstörungen und Anfälle mindern das unabhängige Handlungsvermögen des Patienten. Haben wir. Okay. Die Entwicklung eines Heilmittels kann auf zwei Arten bekämpft werden. Entwickler aggressive Symptome, um Länder zu vernichten, auffälliger oder Heilmittelresistenz subtiler. Haben wir doch, machen wir. Fähigkeiten. Resistenz, genau. Haben wir das schon? Haben wir. Neunundzwanzig ist ja bald. Können wir wieder Heilmittel verzögern. 269 Tage. In Grönland sind die noch gesund? Wie geht denn sowas? Hat das Lungenentzündungssymptom ohne DNS-Punkte mutiert? Okay. Heilmittel in Typ 3 ist zu 25% fertiggestellt.
34 Punkte brauchen wir dafür. Forscher auf der ganzen Welt konzentrieren sich ganz auf die Entwicklung eines Heilmittels für Typ 3. Das ist nicht gut. Experimentelles Heilmittel für Typ 3 tödlich. Ein experimentelles Heilmittel gegen Typ 3 stellt sich als 100% tödlich für den Menschen heraus. Forscher glauben, dieser Rückschlag schade der Heilmittelforschung. Typ 3 hat das Abszess-Syndrom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Bis dahin müssen wir alle klein gekriegt haben. Shadow, willkommen. Systemische Infektionssymptom weiterentwickelt, okay. Ich glaube, das werde ich nicht mehr schaffen. Verdammt. Ah, man kann nur Sachen zurückentwickeln. Gut. Werden dann die ganzen Punkte wieder frei. Dann kann man jetzt, wo man die ganze Welt infiziert hat,
Nehmen wir mal zurück. Die Ansteckungsrate, die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Nehmen wir auch mal zurück. Dort entwickeln wir ihn auch. Neue Statistiken zeigen, dass Typ 3 mehr als 75 Millionen Menschen weltweit dahingerafft hat. Schlimmer als die Pest. Aber ich werde nicht schaffen, alle zu töten. Neue Statistiken zeigen, dass Typ 3 mehr als 120 Millionen weltweit dahingerafft hat. Schlimmer als die spanische Grippe. Wir forschen trotzdem noch wie die Weltmeister. 130 Tage bis zum Abschluss. Muss mit den paar DNS-Sachen. Bringt ja nichts, wenn ich das zurücknehme. Neuen Statistiken zufolge ist Typ 3 die tödlichste Seuche aller Zeiten. Mehr als 300 Millionen Menschen weltweit daran sind gestorben. Schlimmer als die Pocken. Ja, aber trotzdem haben sie schon fast ein Heilmittel. Das ist gleich vorbei, das Game. Wurde 75% fertiggestellt. Kasachstan, höchste Priorität. Karibik setzt Massengräber ein. Südafrika errichtet Unfallkliniken. Russland ruft nationalen Notstand aus. Das werden die schaffen, 70 Tage. In 70 Tagen kriegen die nicht mehr alle ermordet. Ich habe erst 12%. Verdammt. Ich krieg auch keine Punkte mehr. Zwölf Millionen tägliche Todesfälle.
Ja, das wird nicht reichen. Siebenundfünfzig Tage. Die Menschen in Karibik sind extrem paranoid und neigen eher zu drastischen Handlungen, um die Sleep 3 einzudämmen. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Trotz Zugriff auf die besten Medikamente ist Präsident an Typ 3 erkrankt. Es ist abzuwarten, ob der Präsident an der Macht bleiben kann. 91%. Verdammt, ich glaube, die kriegen das geheilt. Das wird ein Fehlschlag. Wird kürzer eingesetzt. Neunundneunzig Prozent, gleich ist vorbei. Schade. Mist. DNA-Punkte, Mist. Müsste ich Reinfektionen haben. Einmal Mutation und so. Damn. AppleSoft kündigt neuen IQR3 Device an, um zur Heilung von Typ 3 beizutragen. Veröffentlichter Termin steht noch aus. Die Welt hat eine verheerende Seuche überlebt und wird Typ 3 bald ausrotten. Obwohl ein Großteil der Welt vernichtet wurde, werden die Überlebenden sie wieder aufbauen. Nein! Niederlage, Typ 3 ist ausgerottet worden. Nein. Genkomplexität Standard. Also so Langzeitmotivation hat das Spiel jetzt auch nicht. Machen wir Brasilien. Oder?
Wir starten mal in Kasachstan. Neun, wir können jetzt mal Übertragung. Machen wir mal so. Ja, moin, Eggert. Ja, da sind Viren unterwegs, aber das ist gar nicht so einfach. Eben schon mal verloren. Müssen wir sehen, was wir machen. Staubpartikel übertragen. Wir machen mal das. Zu Anfang muss man halt mit Ansteckung anfangen, dass sich das möglichst ansteckend ausbreitet, das Virus. Dass man möglichst schnell viele infizieren kann. Erstmal müssen wir die Ansteckungsgefahr erhöhen. 13 Punkte, da können wir doch schon was machen. Das haben wir. Das machen wir denn. China wurde infiziert. Deine Krankheit ist auf dem besten Weg, zu einer Seuche zu werden. Wenn ein neues Land infiziert ist, zerplatze die roten Blase für Bonus-DNS. Katsching. Typ 5 hat das Schlafstörungssymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Hat Tausende in Kasachstan infiziert, die Menschen erkranken immer schneller. Ja, gut so. Gibt denn immer so eine Bonuspunkte, wenn so eine Kreise auftauchen? Und dann kann man seine Mutation hier
Ansteckungsgefahr wird erhöht. Das haben wir schon. Wir machen das mal. Infizierte werden misstrauischer. Erinnerung schon ein bisschen Tödlichkeit mit einbauen. Den werden wir aber früher entdeckt wahrscheinlich. Siehst du, jetzt geht das hier schon in der Mitte relativ gut ab. Immer neue Infektionen, 1 Million schon infiziert. In Kasachstan wurde eine neue Krankheit namens Typ 5 entdeckt. Sie ist besorgniserregend und muss weiter erforscht werden. Auch andere Länder melden diese Krankheit. Erster Todesfall durch Typ 5 in China bestätigt. Hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als Tuberkulose. Ja, das hatte ich eben, Deckard. Das hatte ich eben, dass ich möglichst schnell viele infiziert hatte und dann war meine Krankheit nicht tödlich genug. Dann haben die an einem Gegenmittel geforscht und ich hatte, wie sick hier, ich glaube 3 Milliarden oder 2 Milliarden Menschen hatte ich getötet und dann hatten sie ein Gegenmittel erforscht und ging dann, also hier unten diese Gesundheit war schon komplett fast rot, dass fast alle infiziert wurden. Und dann hatten sie ein Gegenmittel und dann ist das meine Infizierungsrate wieder runtergegangen. Und obwohl ich schon so viele Tote hatte, habe ich dann das Spiel verloren. Das heißt, man muss da so eine Balance finden, dass man irgendwann aufhört, den ansteckender zu machen, sondern tödlicher. Und hier, ja, wie gesagt, ich hatte die ganze Welt eigentlich schon fast komplett infiziert, aber dann haben sie daran schon geforscht, das sind Gegenmittel und so, und das haben sie dann geschafft auf 100% zu bringen, während ich noch gesessen habe, die Todesrate ist einfach nicht schnell genug hochgegangen. Das Ziel ist ja Todesrate. Kasachstan trägt als erstes Land den Ärzten auf, nach einem Heilmittel für Typ 5 zu forschen. Ohne größere Fördermittel wird damit gerechnet, dass es länger dauern wird. So. Wir haben jetzt 9 Punkte. Was können wir denn hier machen? Das haben wir schon, das haben wir schon. Was momentan ist die Ansteckungsrate auch noch ganz schön gering. Ich glaube, da muss sich eine Ansteckungsrate auch noch ein bisschen drehen. Genau, um die Krankheitsübertragung durch Flugzeuge einzudämmen, werden neue Luftfilter eingesetzt. Nur fortgeschrittene aerogene Krankheiten können nun überleben. Genau, die Ausbreitung muss noch ein bisschen erhöht werden. Wir haben 12.
Warte mal kurz, noch ist hier kein Hafen in der Nähe. Also müssen wir vielleicht die Ausbreitung an Land noch ein bisschen forcieren. Das haben wir schon, das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Vor allem in heißen Klimazonen, na, das bringt nichts. In feuchten Gebieten, in trockenen Gebieten. Ja, wir machen das mal. Mithilfe des Luftübertragungsupgrades kann Typ 5 die neuen Luftfilter in Flugzeugen umgehen und sich erneut zwischen Ländern ausbreiten. Haha. Genau. Jetzt geht es ja hier schon langsam los, ne? Die Punkte werden schon deutlich schneller mehr. Rote Infektionsblasen erscheinen, wenn du ein neues Land infiziert hast. Zerplatze sie für zusätzliche DNS-Punkte für die Entwicklung deiner Krankheit. Erhöhen erstmal noch ein bisschen die Tödlichkeit. Je mehr Menschen Typ 5 quält und tötet, desto stärker werden diese versuchen, ein Heilmittel finden. Denk daran, wenn du eine Krankheit weiterentwickelst. Ja doch, ja doch. Da sich Typ 5 auf der Welt auszubreiten beginnt, verwende das Weltdatenmenü unten rechts, um zu sehen, welche Länder nicht infiziert sind, noch nicht. Typ 5 hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als HIV, eine extrem ansteckende Krankheit. Wir haben schon mal 120.000 Tote. Aber jetzt geht's doch los hier, siehst du, 239 Millionen schon. Japan ist ein wohlhabendes Land mit einem guten Gesundheitssystem. Um dich schneller auszubreiten, kannst du zum Beispiel deine Resistenz gegen Arzneimittel weiterentwickeln. Das geht jetzt aber ab hier, die Infektion. Siehst du das? Wir haben schon 50 Punkte. Wir müssen mal langsam... irgendwie die Tödlichkeit erhöhen. Wie kriegt man das hin? Deutlich schwerer zu heilen. Ja, das machen wir. Das machen wir dann auch. Deutlich schwerer zu heilen. 15. Dann machen wir auch erhöht Wirksamkeit in wohlhabenden Ländern. Erreger wird resistent gegen Antibiotika Klasse 1 und 2. Nehmen wir auch. China ist das erste Land, was die Ausbreitung von Typ 5 durch verschärfte Ein- und Ausreisebedingungen einzuschränken versucht. Wie wirksam ist es, wird sich zeigen. Wir haben 17. Wir können mal gucken. Können wir da noch was machen? Einerseits ist es wichtig, die Übertragung weiter zu forcieren. Ne? Wir machen mal die Schiffsinfektion. Dadurch Schiffe da transportieren.
Typ 5 wurde in die WHO-Beobachtungsliste aufgenommen und nun als gefährlich eingestuft. Regierungen wurden gewarnt, dass die Krankheit unaufhaltsam werden könnte. Ja, wir haben schon mal 9 Millionen Tote. Ich glaube, letztes Mal hatte ich noch nicht so viel Quote. Typ 5 hat das Übelkeitssymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Oh, jetzt forschen sie schon. China, Kasachstan und Zentralasien forschen an der Bekämpfung. Müssen wir unsere Forschungs gegen die Forschungsgeschwindigkeit arbeiten. Was ist das für Musik? Aus. Australien sendet jetzt Forscher in infizierte Länder, um die Entwicklung eines Heilmittels zu beschleunigen. Zerplatze blaue Blasen. Blaue Heilmittelblasen, wenn ein Forschungsteam aus Australien etwas findet, zerplatze sie, um die Forschung und die Entdeckung eines Heilmittels zu verzögern. Ja, jetzt müssen wir sehen, das war irgendwie noch was Günstiges machen. Noch irgendwas mit Husten dazu. Irgendwie müssen wir jetzt noch ein bisschen zu dem Verbreitung. Oh, geringe. Aus Tödlichkeit müsste eigentlich auch höher sein. Also am besten warten. Bis wir hier Tödlichkeit hochpushen können. Das kostet 25 DNA-Punkte. Erhöht die Bedrohungsstufe für Typ 5 aufgrund extrem schneller Entwicklung durch DNS-Instabilität. DNA-Punkte. Todesrate erhöhen, genau. Ich glaube, über die Ausbreitung brauche ich mir keine großen Sorgen mehr machen. Todesrate sieht auch gut aus.
Die Menschen in Argentinien sterben schneller, als neue Menschen infiziert werden. Oh. Das ist auch nicht gut. Ich denke mal, wir müssen jetzt auch ein bisschen gegen die Forschungskosten arbeiten. Senkt zukünftige Forschungsgeschwindigkeit, 25 DNA kostet. Schlimmer als die Pest, ja. Wir müssen jetzt ein bisschen was gegen die Forschung tun. Wir haben schon 9%. Symptome, was können wir denn noch Schönes machen? Ansteckungsgefahr, Tödlichkeit geht auch noch ein bisschen höher. Ja, nehmen wir. Das Alltagsleben in der Türkei steht durch Typ 5 vor dem Zusammenbruch. Die Forschung nach einem Heilmittel beginnt nur langsam. Neue Statistiken zeigen, mehr als 120 Millionen Menschen weltweit dahin gerafft hat. Schlimmer als die spanische Grippe. Oh, was können wir denn noch Schönes machen? Noch mehr Tödlichkeit, genau. Immer Feuer, immer Feuer. Todesrate sieht auch gut aus. Wir infizieren noch schon gut. Mhm. 32, was können wir daraus machen? Ja, das erhöht nochmal die Tödlichkeit. Genau, das machen wir. Mhm. 13% sieht auch gut aus. Thank you.
Wie viel brauchen wir? 26. Können wir das noch ein bisschen ausbremsen, das Heilmittel? Forscher auf der ganzen Welt konzentrieren sich gezielt auf die Entwicklung eines Heilmittels. 23, was können wir jetzt noch machen? Das kostet 30. Tödlich genug ist es schon. Jetzt müssen wir sehen, dass wir alle infiziert kriegen. Das Schwitzensymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Schwitzensymptom? Mhm. Ja, Husten. Husten nehmen wir auch noch mit. Oh, meine Todesrate überholt bald die Infektionsrate. Zentralasien versinkt aufgrund von Typ 5 als erstes Land in Anarchie. Dort kann kein Heilmittel erforscht werden. Wir müssen ansteckender werden, sonst geht die Todesrate höher als... Sind hier viele Schiffe noch unterwegs? Nicht wirklich, ne? Nee. Sehen. Wir müssen jetzt, glaube ich, noch wegen Hitze 17 DNA-Punkte. Einer fehlt noch. Etwa in Afrika noch ein bisschen mehr und in Australien ein bisschen mehr Infektionen kriegen. Die muss ansteckender werden. Jetzt ist meine Todesrate viel zu viel. Siehst du das? Meine Todesrate holt hier die Infektionsrate ein. Eieieiei. Wir bauen das mal zurück. Und das bauen wir auch zurück. Und das bauen wir auch zurück. So. Und dafür muss das mehr Infektionen geben. Brauchen wir hier 12? 23 brauchen wir da. Das haben wir schon. Das braucht 29.
Du musst ansteckender werden. Genau. Oh, jetzt geht die Ansteckungsrate wieder hoch. Die Todesrate ist wieder sehr niedrig. Ach Mensch, ey. Irgendwas ist ja immer, ne? Das müssen wir. Hey, hi, thank you for the 13 T-Fuel. Thank you. Das wäre optimal. Aber 41 Punkte kriege ich nicht zusammen, glaube ich. Ja, jetzt steigt die Todesrate wieder. Das ist gut. Wissenschaftler tun sich schwer, die außergewöhnlichen Mutationsmuster von Typ 5 zu verstehen. Laut WHO-Forscher schadet diese den Bemühungen um ein Heilmittel. Das Übelkeitssymptom wurde mutiert. Claudio, willkommen. Sieht schon gut aus. Die haben schon 3/4 der Weltbevölkerung als Tote und wir sind erst bei 52% Heilmittelfortschritt.
jetzt kriegen wir auch alle infiziert, ohne dass die Todesrate schneller ist. Kriegen wir denn hier noch was geforscht? Mit 9 Punkten? Ich glaube nicht, ne? Das kostet 17, na. Kost 19, kost 17, kost 16. Lost Mindframe, welcome. Das kostet 28. Typ 5 ist aus einem Labor in Karibik entwichen, das an einem Heilmittel geforscht hat. Die Infektion breitet sich jetzt dort aus. In heißen Klimazonen. Erhöhte Ansteckungsgefahr, das nehmen wir nochmal, um die letzten noch zu kriegen. Komm schon, nur noch 300 Millionen. Muss doch zu schaffen sein. Um die Ausbreitung von Typ 5 zu verlangsamen, hat Karibikgebiete mit hoher Infektionsrate bombardiert. DNA-Punkte. Wo kriegen wir jetzt 14 DNA-Punkte her? Rechensymbol-Turm mutiert, okay. Gibt nur noch 150 Millionen Infizierte. Kostet alles viel zu viel.
Wir müssen jetzt noch ein bisschen umschwenken, glaube ich. Was können wir denn da machen? Nico, thank you. Vierzehn brauchen wir, also irgendwas müssen wir noch rausnehmen. Das nehmen wir noch zurück. So, dann geben wir dem Virus noch kalte, gegen kalte Temperaturen und Klimabedingungen. Warum werden das hier nicht mehr? 4 infiziert, 2 infiziert. Was ist denn das? 8. Ah. Okay. Null infiziert. Kanada und Island forschen noch daran. Millionen sind noch gesund. DNA-Punkte, wo soll ich die denn herzaubern? Zehn Punkte brauche ich noch.
Wo kriegen wir die ganzen Punkte jetzt her? Einen muss ich noch wegnehmen. Ach scheiße, jetzt habe ich den erforscht. Naja gut. Upp. Schaffen die das jetzt? Nicht die Date, die hat jetzt schaffen, das. Sieht nicht gut aus. Kanada wird das wahrscheinlich schaffen. Obwohl ich schon 7 Milliarden Tote habe. Verdammt. Aber ich habe schon vorhin gesagt, das hat jetzt auch nicht großartig Langzeitmotivation. Das sind bloß ein bisschen Feintuning, was man da machen kann. Obsess-Symptom ohne DNS-Punkte mutiert. Bräuchte eigentlich erhöhte Wirksamkeit in kalten Klimazonen, ne? Oder hier entweder 20 oder 17. Wahrscheinlich werden sie das schaffen. Einer fehlt noch. Irgendwas müssen wir hier noch rausnehmen.
Wir nehmen das mal so raus und gehen dann hier auf Fähigkeiten, das war. In allen Klimaregionen Überlebensfähigkeit haben. Ich glaube, das war jetzt auch zu spät. Damn you, Kanada! Und Grönland. Prozent. Die Welt hat eine Apokalypse überlebt und wird Typ 5 bald ausrotten, nachdem sie fast alle dahin geworfen wurden. Es wird schwer sein, eine neue Zivilisation aufzubauen. Niederlage. Ganz kurz vorm Ziel. 1094 Tage. Schwierigkeitsgrad normal. Nee, ich glaube, ich hatte ein Problem, weil die kalten Regionen hier oben, die sind zu gut weggekommen. Also ich hätte den resistent gegen kalte Regionen machen müssen gleichzeitig noch. Hier kann man noch mal sehen, wie sich denn meine Krankheit entwickelt hat. Ist ja, irgendwie ist denn hier oben die kalten Regionen nicht infiziert worden, richtig. Der Rest der Welt ist ja ratzbatz gegangen. Ewigkeiten haben die dagegen widerstehen können, obwohl da ein paar Fälle schon gemeldet wurden, haben die sich nicht weiter infiziert. Über ein ganzes Jahr haben die noch durchgehalten. Obwohl der Rest der Welt schon längst am Abkacken war. Da haben sich keine neuen infiziert. Oder kaum. Ich denke mal, es hing damit zusammen, dass der Virus nicht für die kalte Jahreszeit gedacht war oder für die kalten Regionen. Tja. Welche ausgerottet. OMG, guck mal, meine
Meine Wertung und hier Krümelchen. Krümelchen hätte die ganze Welt ausgelöscht. Spiele gewonnen 1. Hat es eben ein Tutorial gewesen. Ja, ne? Tier, entwickelt sich eine Krankheit, behinderst du die Forscher. Je mehr Menschen du tötest, umso langsamer verläuft die Forschung. Nach genügend Todesfällen kann ein Land nicht mehr weiter forschen. Verbreitung, Entwicklung. Ja gut, ich denke, das reicht erstmal. 2 Stunden 48, wir lösen noch die Raffle auf. Bei Täter für 4,99 ist das Spiel ganz in Ordnung, für einen vollen Preis vielleicht nicht so toll. Würde ich so sagen, Droh Raffle, wer hatte gewonnen? Congrats, congrats, congrats. Danke fürs Zuschauen. Thanks for watching. I'll be here tomorrow. Bin morgen wieder da. Allerdings mit einem anderen Spiel. Ich finde, das hat jetzt nicht so einen Wiederspielwert. Kann man nur dran tunen. Ist jetzt nicht so dolle. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Gut. Danke fürs Zuschauen. Bye bye, auf Wiedersehen nach Arrivederci und oh, tschüss.